Feed back to Fallout. Nick, leg dich hin, wir müssen kurz hier rein. Ich habe eben ein paar Kommentare beantwortet und ich habe den Kommentar von Phoenix reingelesen. Und zwar schreibt er, wir müssen noch den Kryolator holen und endlich mal eine Vault ficken. Das müssen wir echt bald machen, ja. Da hast du recht, Phoenix, und das machen wir jetzt auch bald. Keine Sorge, wir machen jetzt auch bald. Hirnwellenmigration zwischen Transplantat und Host ein. Aber jetzt müssen wir jetzt noch Aktivität aus dem Transplantat. Beschädigt, aber vorhanden. Wir versetzen dich in die stärksten Erinnerungen, die wir finden können. Nee. Eventuell sind sie nicht stabil. Warte. Das glaube ich nicht. Das glaube ich erst, wenn ich tot bin. Aber Dr. Tomate, das tut weh. Dr. Tomate? Dr. Letter. Hörst du mich? Ja. Ach, gut. Die Simulation scheint zu klappen. Obwohl die Erinnerungen sehr bruchstückhaft sind. Leg ich doch führe gerade, dich oder? Durch die intakten Erinnerungen. Hoffentlich finden wir eine, die uns verrät, wo das Institut ist. Okay. Das sind also Erinnerungen. So sieht das also in uns aus. So, so. Das ist die früheste intakte Erinnerung, die ich finden kann. Ja, sehr gut. Du alte Snitch. Man kann ja gar nicht runterspringen. Das ist total echt, ne? Genauso sehen Erinnerungszellen aus. So heißen die übrigens im Kopf. Ich bin zufällig Chemiker. Vergiss nicht, du erlebst diese Erinnerungen aus Kelloggs Perspektive. Was? Das fühlt sich vielleicht erstmal etwas seltsam an. Los! Alle 5 Staaten haben dafür gestimmt. Das bedeutet, dass wir ab sofort alle Bürger der Republik Neukalifornien sind. Was? Keine Frage, da müssen sich bestimmt viele erstmal dran gewöhnen. Die Menschen hoffen immer auf bessere Zeiten. Aber am Ende wird es meistens nur schlimmer. Hat aber recht, Patrick. Halt. Was bedeutet das, Mama? Ach, nichts, Conny. Die Leute reden Conny. Gern und hoffen, dass jemand anders sie beschützt. Mein Lehrer in der Schule hat gesagt, mit der RNK würde alles so werden wie früher, wie vor dem großen Krieg. Hör nicht auf diesen Unsinn. Ich schick dich nicht mehr dorthin, wenn sie euch dort sowas beibringen. Ich geh raus. Wo zur Hölle hast du meine Stiefel hingestellt? Hör zu, Conny. Hier, nimm. Du bist jetzt alt genug. Du bist jetzt der Mann in der Familie. Du musst uns beschützen. Dein Vater kannst du vergessen. Aber du wirst nicht so wie er. Du bist ein guter Junge. Und was du im Radio hörst, nichts als leeres Gewäsch. Das Einzige, was dich in dieser Welt beschützen wird, ist diese Waffe. Die haben wir jetzt bestimmt. Du musst lernen, damit umzugehen, wenn du überleben willst. Das werde ich, Mama. Versprochen. Mit den Ärmchen? What the fuck, dude? Was ist denn das hier für ein... Du warst schon immer mein guter Junge. Diese Erinnerung hilft uns wohl nicht weiter. Doch, warte kurz. Fuck, warte ich! Noch eine intakte Erinnerung. Ich hab noch nicht alles... Nee, ich hab noch Vater nicht gedrückt. Ich hab das alles nicht gedrückt. Halt die Gosch. Ich will schon irgendwie wissen, was mit dem Kellogg da los ist. Was in dem vorging. Also warum der überhaupt so ein Bock geworden ist. Und warum ich jetzt seinen Revolver hab, mit dem ich ihm... Nee, mit dem hab ich ihm... Okay. Ich hab ja mit meinen Waffen geschossen. Ist in Ordnung. So, was ist denn hier? Bla, 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 bla. Gut. Vater war entweder betrunken oder nicht da. Er war bestimmt mit einer der Raiderbanden unterwegs, aber er hat es mir nie gesagt. Okay. Ich weiß nicht, was Mama an ihm fand. Vielleicht war er früher kein solches Arschloch. Okay. Ich war ja so naiv. Was wusste ich schon über die Welt? Ich glaube inzwischen, sie wollte, dass ich ihn umbringe. Ich hätte es tun sollen. Stattdessen lief ich davon. Ich redete mir ein, dass ich der RNK mit ihren vielen Regeln entkommen wollte. In Wahrheit lief ich vor der Schuld davon, sie nicht von meinem Vater beschützt zu haben. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Boah, der hat die bestimmt umgebracht. What the fuck? Dein Maul. Hallo? Achso, Erinnerung. Mama wusste, wie es war. Sie war sicher keine besonders sanfte Mutter, aber sie liebte mich. Auf ihre Weise. Und sie beschützte mich von meinem Vater, was ihr oft Schläge einbrachte. Ich habe nie erfahren, was aus ihr wurde, nachdem ich weg war. Ich wollte es nicht wissen. Nicht damals. Der Vater wird sie genuddelt haben. Diese Erinnerung hilft uns wohl nicht weiter. Ja, das sehe ich genauso.
Da scheint noch eine intakte Erinnerung in zeitlicher Nähe zu sein. Da! 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 Such's mal mit der. Okay. Ich meine, dass sogar eine Erinnerung extrem traurig war. Oder es war irgendwie so ein Spruch oder ja, so ein Satz, der sehr krass war. Wie kommt jemand wie ich dazu, eine Tochter zu haben? Ich habe sie nicht verdient. Nicht eine Sekunde. Alte Wäsche, Frage genudelt haben, hat die gesagt, jetzt kommt mein Kind aus mir raus. San Francisco war meine Chance für einen Neuanfang. Ich war der Größte. Der Revolverheld aus dem Hub, dem die Welt zu Füßen lag. Jeder wusste, dass ich Valdez umgelegt hatte. Also standen mir in der Stadt alle Türen offen. Eine ganze Weile lief es richtig gut. Es war das Schlimmste, das hier je passiert ist. Wenn sie mich nicht kennengelernt hätte, wäre sie im Hub geblieben. Vielleicht hätte sie jemanden getroffen, der sein Geld nicht damit verdient, andere umzubringen. Wie sieht denn die aus? Sie hübsch? Wahrscheinlich wäre sie glücklicher gewesen. Und sie hätte bestimmt länger gelebt. Shit. Wo kommt denn das Wasser davon heraus, Madame? Sehen. Das Traurige am Glück ist, dass man es erst erkennt, wenn man es nicht mehr hat. Ich glaube das. Man denkt vielleicht, dass man glücklich ist. Aber es wirklich glauben? Nein. Nein. Stattdessen hat man nur Unwichtiges im Kopf. Den nächsten Job oder sonst irgendwas. Nur wer die Vergangenheit mit dem vergleicht, was danach kommt, der weiß, wie sich Glück wirklich anfühlt. Ich glaube, das war das, was ich gemeint habe. Es geht. Und es geht. Jetzt mit der Kleinen? Komm schon, Sarah. Du musst uns Sarah, Chance. Guck uns doch mal an. Wie siehst du aus überhaupt, Sarah? Ich habe endlich eine feste Arbeit. Ist das sexy? Bezahlt ist sie auch. In der RMK gibt's sowas nicht. Ich sag ja nicht, dass es ein Fehler war. Das ist doch ein außerirdisches Weibchen da. Bist du sicher, dass diese Leute wissen, was sie tun? Sie wirken ziemlich unerfahren. Aber da komme ja ich ins Spiel. Wart ab. In ein paar Jahren habe ich meine eigenen Leute. Sobald ich die richtigen Verbindungen habe. Dann bekommst du alles, was du willst. Und die kleine Mary auch. Hey, Mary. Ich mache mir zum ersten Mal Sorgen um dich. Bestimmt meine Mutterinstinkte. Wer hätte geahnt, dass ich überhaupt welche habe? Ach komm, du bist eine tolle Mutter. Und um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich bin bei den Schiefen die Sicherheit zuständig. Da muss ich nur dumm rumstehen und böse Dann gucken. Haben sie ja genau den Richtigen ausgesucht. Hör zu, es wird bestimmt schön hier. Hier, damit werde ich dich und Mary beschützen. Versprochen. Der schießt voll aufs Kind gleich. So wie ich bei dem VR-Spiel, ja. Wir werden hier bestimmt sehr glücklich werden. Oh, da. Ja, das werden wir. Du wirst sehen. You gotta see. Nee. Oh, nein. Das Kind schreit. Voll unangenehm. Suchen wir weiter. Ich verbinde dich mit der nächsten intakten Erinnerung. Ja, in dem VR-Ding war das einfach so edel, weil man kann ja überall hinschießen. Man ist ja im Spiel drin, im Raum drin. Und ich habe irgendwie die Waffe angeguckt und habe nach links weggeschossen, aus dem Bild raus. Und habe jemandem das Bein abgeschossen oder so. Das war ziemlich sick. Oh, ich sehe die. Ist er das? Was hattest Huluk? Du denn gedacht, wie das hier endet, Kellogg? Huluk, bist du das? Hast du gedacht, du könntest uns fröhlich in den Arsch ficken und wir würden einfach stillhalten? Anal? Huluk? Nur, dass du es weißt. Sie sind krepiert wie Hunde. Und du... hast sie allein gelassen. Da ist eine andere Erinnerung, die wir versuchen können. Ich verbinde dich. Ja, warte, Moment. Aber was ist... Kellogg! Machst du tot, alle! Kellogg, das war echt schwach, Mann. Du hast noch nicht mal geschossen. Ja, dieses Konstrukt hier aus diesen wunderbaren Dingen. Das ist herrlich. Das ist wirklich herrlich. Wir können in Kellogg herumtrampeln. Mal gucken, was er hier wieder eingestellt hat, der Bustard. Hallo, Kellogg. Huhu. Wollen wir uns so, Moment. Nicht setzen? Du, ich weiß von früher nicht mehr viel. Irgendwie vermischt sich alles. Aber es gab fast immer eine Bar. Überall dasselbe. Okay. Für einen wie mich war immer was zu tun. Es kam nicht darauf an, worum es ging oder wen ich umnieten sollte.
Ich wurde mit der Zeit richtig gut darin. Es gab immer jemanden, den ein anderer tot sehen wollte. Das macht er noch. Manchmal ging es auch nur um eine Abreibung, aber meistens sollte das Opfer ins Gras beißen. Manche dachten, sie könnten mich aufs Kreuz legen. Aber eigentlich nur, wenn ich irgendwo zum ersten Mal auftauchte. Grills. Mir war das egal. Für mich gehörte das irgendwie dazu. Ein kleines Extra für Lau. Ich habe mein Geld immer bekommen. So oder so. Kellogg, du bist total krass. Ich achtete nicht darauf, wohin es mich verschlug. Meistens ging es ostwärts. Vielleicht wollte ich so weit weg von San Francisco wie möglich. Da ist wahrscheinlich schon das passiert, was mit seiner Frau passiert ist. Also, du kümmerst dich um die Probleme anderer. Stimmt's? Gegen Bezahlung. Oh, die gibt es. Und du erledigst das ganz alleine? Ganz recht. Wir bezahlen, wenn der Job erledigt ist. Wenn euch das lieber ist. Wen wollt ihr denn tot sehen? Also, es geht um Folgendes. Da ist diese Familie, ein Stück den Fluss runter. Gut, wir kommen der Sache wohl näher. Shit! Versuch mal diese hier. Let's kill the family. What the fuck? Wir versuchen mal diese hier. Dr. Aminati, wir sind bald da. Okay, angekommen. Das sind doch die Gaunus! Ich bin froh, dass sie sich mit mir treffen. Die ersten Sins waren nicht allzu beeindruckend. Ich bin gut. Aber so gut nun auch wieder. Das Institut stellt jedoch einen nach dem anderen her und macht sich jedes Mal ein bisschen besser. Ist es sie sind mir immer noch unheimlich. Aber wer mit dem Institut arbeiten will, muss sich an sie gewöhnen. Hat er mich gerade angeguckt? Ist das hier das... Die ersten Sins waren nicht allzu beeindruckend. Okay, ich das ist das Gleiche. Sie arbeiten also für das Institut. Die ersten Sins waren nicht... Es gab alle möglichen Gerüchte über das Institut. Aber mir war schnell klar, dass es oft einfach als Buhmann herhalten musste, wann immer etwas Schlimmes passierte. Es existierte, ja. Die Augen, aber die Leute dort hatten keine Ahnung von der Arbeit an der Oberfläche. Sie verließen sich bei allem auf ihre Sins. Sie hatten die Mittel, die ich brauchte. Und ich hatte das Wissen, das sie brauchten. Wir hatten ein dauerhaftes Arrangement, was mir gut in den Kram passte. Und dann kam ich ins Commonwealth. Ich hatte irgendwie alles gesehen. Und ich hatte mich mit allem abgefunden. Ich war nicht so dumm, mich noch einmal anderen Menschen anzuvertrauen. Für mich hieß es, ich gegen die Welt. Und die Welt hatte es verdient. Oh, shoo, bruh. Shoo. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, ob es sie wirklich gibt. Es gibt uns, wie Sie sehen können. Da hinten sind auch Leute. Was willst du? Mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit unsere Aktivitäten vermehrt gestört haben. Das muss aufhören. Ich tue, wofür mich die Leute bezahlen. Wenn Sie ein Problem damit haben, gibt es nur eine Möglichkeit. Und die wäre, Mr. Kellogg? Wenn ich für Sie arbeite, sind Sie Ihr Problem los. Und so wie ich das sehe, könnten Sie mich problemlos bezahlen. Ich glaube, Sie haben Ihre Lage nicht ganz durchschaut. Ich denke schon. Also gut. Hat er keinen Kiefer? B748. Ach fuck, ich geh hinter diesen... Scheiß. Der hat die alle tot gemacht, ne? Alle tot gemacht. Guck mal, ich kann... Beeindruckend. Erinnerungsveränderung. Vielleicht können wir uns ja doch irgendwie einig werden. Ja, vielleicht sollten wir das mal schon machen. Wärmer. Eine davon verrät uns garantiert was. Ja. Der Kellogg ist schon wirklich ein krasses Kerlchen. Ah, die da sieht noch ziemlich intakt aus. Verbinde jetzt. That's the one! That's the one. Juff. Die Eierköpfe haben es gehasst, von einem dreckigen, kontaminierten Kerl wie mir Befehle zu erhalten. Aber sie brauchten mich. Und ich sorgte dafür, dass ihnen das klar war.
Computer funktionieren. Die Eierköpfe haben es gehabt. Ich habe nie begriffen, warum wir die anderen nicht einfach wieder eingefroren haben. Aber wir hatten unsere Befehle. Der alte Mann wollte wohl nicht so viele ungelöste Probleme. Zu dumm, dass er die eine Person am Leben ließ, die er hätte töten sollen. Noch sehr gut. Ich prüfe die Logs. Es ist hoffentlich noch... Finde das Ding einfach. Kapsel C6, den Gang lang, am Ende... Ich war nun der Hauptverantwortliche im Commonwealth. Wenn sie etwas brauchten, dann kamen sie zu mir. Hier ist noch eine intakte Erde. Es kam nur selten vor, dass jemand vom Institut bei einer Mission dabei war. Darum war diese besonders. Ich wusste nicht, wen wir aus dem Vault holen sollten. Und sie auch nicht, versteht sich. Jedenfalls nicht richtig. Leute, was macht ihr da jetzt? Wie ihr klaut meine Frau? Ich hab das, glaube ich, schon mal... Shit, dude, look at thee. Headache. Was machst du jetzt? Hört auf sofort. Lass den Ru... Nein, ich will mich einfach hier. Das ist der. Dund. Das ist eine Frau und kein Er. Du Malle. Mach sie auf. Nein. I gotta be shit, my woman. No. Hauptfestperson. Ich bin froh, dass ich den Jungen nicht töten musste. Nicht, dass ich es noch nicht getan hätte, aber ich tue es nie gern. Und ja, er hat mich an sie erinnert. Ich bin zwar ein kaltherziges Arschloch, aber immer noch ein Mensch. Er ist als Testobjekt, what the fuck? Aber es war besser so herum. Besser, als ihr das Kind zu rauben und sie dann am Leben zu lassen. Ist es vorbei? Schon da wusste ich, dass es ein Fehler war, ihn am Leben zu lassen. Ich verstand diese Form der Rache besser als jeder andere. Aber ich war so eingebildet, dass ich dachte, ich würde mit einem verweichlichten Vault-Bewohner schon fertig werden, falls er aufgetaut würde. Wenigstens weiß ich, dass auch diese Institutsarschlöcher bald rausfinden werden, was ihnen blüht. Ja! Wenn er mich ausschalten konnte, werden sie sich nicht lange für ihn verkriechen können. Exactly. Machen wir nämlich tot. Sind wir okay? Fast. Alles wird gut. Komm her. Nein. Komm her, Baby. Nein. Ich nehme ihn. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen meinen Schaden nicht. Nein! Bin der Pisser. Hol den Jungen da raus und dann verschwinden wir. Eierköpfe haben es gehasst, von einem dreckigen, kontaminierten Kerl Befehle zu erhalten. Fuck, das Kind konnte ich eben anwählen. Eierköpfe haben es als gehasst, von einem dreckigen, kontaminierten Kerl wie mir Befehle zu erhalten. Also, das war nicht das hier. Aber sie... Ich bin froh, dass ich den Jungen nicht töten musste. Ach, Kartoffelsalat. Die Eierköpfe haben es gehasst, von einem dreckigen... Ich habe nie begriffen, warum wir die anderen nicht einfach wieder eingefroren haben. Aber wir hatten unsere Befehle. Der alte Mann wollte wohl nicht so viele ungelöste Probleme. Ist in Ordnung, Kellogg. Da war nicht so rum. Die eine Person im Leben ließ, die weh, es kommt jetzt nicht noch was Geiles, weil ich jetzt extra den Scheiß... Haben wir noch den Ersatz. Genau, den Ersatz. Kälteschlafsequenz. Eingeleitet. Was dauert da so lange? Ich bin fast fertig, Kellogg. Ich muss nur prüfen... Okay. Alles in Ordnung. Die sterben doch jetzt. Die Frau ist weg, Kellogg. Aber der ist auch weg, Kellogg. Super. Kellogg, du hast sie kaputt gemacht, du Dummkopf. Aber, what do we got, hä? Kellogg? Das ist mein Sohn! Ist das dein Sohn? Hm. Diese Erinnerung scheint noch ziemlich frisch zu sein. Ist doch gut, oder? Ist doch gut. Nee, ist nicht gut. Das da heißt ein... Es war nicht meine Idee, mich mit dem Jungen mitten in Diamond City niederzulassen. Ich hielt das sogar für eine Scheißidee. Aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Also blieben wir dort. Ich und das Kind. Wie eine glückliche kleine Familie. Mhm. Und irgendwie gefiel es mir sogar.
Es erinnerte mich daran, wie mein Leben hätte sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Aber es führt keinen Weg zurück. Mir war klar, dass es nur auf Zeit war. Tja, Kuluk. Früher oder später wäre alles wieder beim Alten. Kellogg, wie sieht's bei dir aus? Die ganze Sache in Diamond City war Teil eines ausgeklügelten Plans des alten Mannes. Jetzt ist klar, dass wir für unseren Freund aus dem Vault als Köder herhalten sollten. Das Timing konnte kein Zufall sein. So arbeitet der alte Mann nicht. Ob er mich am Schluss wohl überlistet hat? Noch ein ungelöstes Problem weniger. Aber Kuluk. Kuluk, da läuft doch gar nichts. Ich meine, das heißt nicht, dass sie recht hat, aber der Bürgermeister. Voll die Erinnerung, Kellogg. Kellogg. Schon gut. Die neuen Sins könnten problemlos als Menschen durchgehen. Und manchen ist das auch gelungen. Hm. Aber die Runner wurden so gebaut, dass sie nicht erkannt werden. Sie waren Tötungsmaschinen. Schnörkellos und einfach. Die Rune. Klüger, stärker und schneller als fast jeder Mensch. Zum Glück waren sie immer auf meiner Seite. Irgendwann wird dir nochmal der Kopf weggepustet, wenn du immer so reinplatzt. Die Zivilisten sollten mich möglichst nicht sehen. Ich hab nichts gesagt. Also, wo liegt diesmal das Problem? Es gibt einen neuen Auftrag für dich. Einer unserer Wissenschaftler hat das Institut verlassen. Oh. Verlassen? Er ist abgehauen. Sein Name ist Dr. Brian Verger. Er versteckt sich irgendwo im leuchtenden Meer. Hier ist seine Akte. Hmm. Delicious. Wow. Da werden wohl ein paar Köpfe rollen. Gefangen nehmen und zurückbringen oder einfach eliminieren? Eliminieren. Er arbeitete an einem streng geheimen Projekt. Im Ernst? Einer der Top-Biowissenschaftler? Scheiße. Shit, dude. Dann nimmst du den Jungen wohl mit dir zurück. Korrekt. Du hast jetzt nur die Aufgabe, Virgil zu finden und auszuschalten. Falls es so etwas schon mal gegeben hat, wäre mir das neu. Vielleicht ein Zeichen, dass der alte Mann allmählich die Kontrolle verlor. Würde sicher kein Spaziergang werden, jemanden im leuchtenden Meer aufzuspüren. Aber ich hätte nie gedacht, dass mir ein Eierkopf aus dem Institut solche Probleme bereiten würde. Hm. Bringen Sie mich nach Hause zu meinem Vater? Ja, stell dich neben mich und beweg dich nicht. Schauen, warte. Okay. Schauen? Nein. Schauen! Nicht. Du glaubst es mir wahrscheinlich nicht, aber ich bin zufällig dein Vater und du hörst jetzt sofort auf, mit diesem Mann wegzugehen. Nein. Da ist der Dode, X688, bereit für Transmission mit Sean. Ach ja. Wiedersehen, Mr. Kellogg. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Als wenn sowas funktionieren würde. Kellogg, du hast gut. Gar nicht. Ja, jetzt sagt er, mach's gut. Der Junge ist schon weg. Teleportation. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Es kennt niemand den Eingang zum Institut, weil es überhaupt keinen Eingang gibt. Ich hol dich da wieder raus. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin soweit. I'm ready da. Als wenn ich jetzt noch rumtingeln wollen würde. So, Memo, Sessel, Erinnerung verlassen. Es ist so hell, Dr. Amansee. Mal sehen, was wir da eine schnelle Bewegung, ja? Keine Ahnung, welche Nebenwirkungen die Prozedur hat. Fuck, Amari, shit! Wie fühlst du dich? Sau gut. Mir geht's gut, Doktor. Danke. Gut, aber ich möchte dich gern selbst im Auge behalten. Ja. Kannst du schon über das reden, was da drinnen passiert ist? Ich war doch eben drin. Teleportation. Wir haben, was wir wollten. Das Institut kommt per Teleportation rein und raus. Ja. Ihr größtes Geheimnis ist jetzt offenbart. Aber das bringt uns nur weitere Fragen. Wie funktioniert das? Was machen wir als nächstes? Wie, du hast noch kein Teleportationsgerät. Dieser Wissenschaftler, den Kellogg gesucht hat. Virgil, wir müssen ihn finden. Du hast recht. Ein abtrünniger Wissenschaftler könnte uns viele Fragen beantworten.
Wo ist der Laut der Erinnerung? Beim leuchtenden Meer? Das kann nicht sein. Da geht niemand hin. Egal, wie verzweifelt er ist. Ey, vielleicht ist es ja jemand, der total verzweifelt ist. Wenn wir Virgil finden müssen, gehe ich ihn suchen. Wenn du gehen musst, dann bereite dich gut auf die Strahlung dort vor. Der Ort heißt nicht umsonst leuchtendes Meer. Aber das wird schon gut sein. Ich finde schon einen Weg durch die Strahlung. Keine Sorge. Viel Glück und pass auf dich auf. Übrigens habe ich zuerst Mr. Valentine getrennt und dann das Implantat entfernt, während du geschlafen hast. Er wartet oben auf dich. Sehr schön, Dr. Amari. Vorsicht vor der Strahlung. Das leuchtende Meer ist kein Ort. Perfekt. Perfekt. Gelockt nach der Pulpo. Valentine, ich bin hier unten. Warte mal, wir haben. Ist das jetzt ein Spiel? Gluck, gluck, du, bubu. Gluck, gluck, du, bubu. Ey, das will ich. Ich will das ganz kurz mal einlegen und nur reingucken. Wir haben die Spiele noch gar nicht gespielt, ne? Start Game. You find yourself in a warm but well-kept tavern filled with all manner of folk. It's time to recruit some help. Ach cool, das ist so ein richtiges Click-Adventure. Natürlich Bloppo. Oh Gott, ist der cool. Oh, der ist sau hübsch. Ich habe auf Nein gedrückt. Okay, das Spiel ist wirklich sehr cool. Aber jetzt halt nichts für unsere Sache hier. Wir können mal ein paar Folgen machen, wo wir diese Spiele spielen. Ich denke, das ist schon sicherlich eine ganz coole Sache, aber na, nicht einfach so, ne? Valentine, Dankeschön, alter Hund. Nick. Hoffentlich hast du gefunden, was du in meinem Kopf gesucht hast. Valentine? Ich hatte recht. Ich hätte dich töten sollen, als du eingefroren warst. Klick. Kellogg, bist du das? Was? Wovon redest du überhaupt? Du hast dich wie Kellogg angehört. Ja? Amari meinte, es könnten noch mnemonische Eindrücke vorhanden sein. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Gehen wir. Ich könnte auch zurück nach Diamond City gehen. Du hast ja schon Gesellschaft. Valentine, geh ruhig nach Diamond City. Nee, weißt du was? Wir nehmen dich mit. Gehen wir, Nick. Das war ein ganz schöner Ritt. Mal sehen, wohin er uns als nächstes führt. Und dann zücke ich die Alte nach Tentacle Island. Dann gucke ich die Alte an. Hey. Hey, natürlich, weil wir müssen ja noch deinen Herzkrebs behandeln. Du ziehst mit Kate los. Hey, Valentine, du hast da was im Gesicht? Oh, das ist ja Haut. Das sollte sich lieber mal jemand ansehen. Und jetzt ist nämlich Nick Valentine, unser Boy, auf den Tentakel-Farm. Wie sie nach vorne geht. So. Wir sollten möglichst schnell zu den Arcanos gehen und herausfinden, worum es in Nick, du solltest Fall vielleicht mal möglichst schnell nach Tentacle Island gehen. Da gibt es nämlich einige Leute, die so einen Robocop brauchen. Verstehst du das, Nick? Ich kann es dir nur empfehlen. Large Mole. Hey. Ich weiß, wir haben jetzt immer noch nicht den Kryolator geholt, aber das pressen wir jetzt einfach noch ganz schnell hinten dran. Wir holen jetzt schon mal den Kryolator. Ich hack ihn auch schon mal ab. So. Und jetzt beamen wir uns einfach mal easy peasy lemon squeezy hier oben hin, ja. Und holen uns den Cryolite. Der ist schon ziemlich nass. Das ist so eine Kältewaffe, wie der Name ja schon sagt. Und damit kann man Leute einfrieren, verfrieren und so weiter und so fort. Ich habe die, glaube ich, nie wirklich aktiv gespielt. Ich glaube, ich habe sie mal bei meinem allerersten Durchspielen habe ich sie genutzt und ich weiß nicht, ob die jetzt gut war. Hinunter mit uns. Hinunter. Ach so, muss ich auf den Knopf da drin drücken, ne? Hinunter. Oh, oh. Oh, oh, Kete, Vorsicht. Jetzt geht es los. Stand within circle. So. Auf mit uns nach unten. Und dann mal ganz schnell den Cryolator geholt. Kate, was? Was hat die wieder gelabert? Ach, sie ist schon unten. Ja klar, wie bist du jetzt da reingekommen? Das ist ein gesicherter Eingang. Wie? Kate, wie? Wisst ihr noch, als alles ganz frisch war hier und schön aussah? Ja. Kann ich jetzt halt vergessen. Reifendeckel. So, wo ist der Cryolator? Der ist... Wir müssen hier durch und dann da rüber. Dann rechts, dann sind wir schon da, ne? Da sind wir doch schon. Da sind wir daheim. Es ist prima.
Wo finde ich eigentlich Munition? Oh, shit, Barracuda. Wir haben nur 200 Schuss. Wir brauchen mehr, Kate. Wir brauchen mehr Kryolator-Munition. Ach, Kate, du bist immer noch hier unten. Tja, ich bin schon wieder auf dem Rausweg. So heißt es hier übrigens. Richtig, Rausweg. Und da ist die Person, von der wir den Ding abgerissen haben. Den Arm. Voll lecker. Und auf! Nach oben! Ja, der ist, wie gesagt, schon mal abgehakt. Ich weiß nicht, ob wir ihn spielen sollen, ob er uns arg viel bringt. Weißt du, wenn jemand gegen was der am ehesten einzusetzen ist? Ich glaube, ich habe ihn damals in irgendeinem Bunker oder was ähnlichem eingesetzt gegen Synths. Und das ging, glaube ich, so mittelprächtig. Aber einen Vorteil hatte ich, glaube ich, auch nicht wirklich im Vergleich jetzt zu anderen Waffen. Weiß da jemand genaueres? Ihr könnt euch gerne melden. Leider kommen im Moment eure Sachen verspätet an, eure Vorschläge, weil ich jetzt gerade etwas mehr Zeit habe und im Voraus aufnehme. Also es kommen jetzt heute, was rennt denn da hinten? Ein Pack-Brahmin wahrscheinlich. Es kommen jetzt noch ungefähr 5 Folgen, bis ihr hier ankommt. Also ja, es ist ein bisschen schwierig, aber schreibt trotzdem alles. Ich werde es wie immer entgegennehmen und dann eben durchführen, wenn es machbar ist. Aber halt verzögert. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.